Wir tauchen jetzt in die Welt der Musik, des improvisierten Theaters und des Songschreibens ein. Ich darf ganz herzlich Jannis Kafka bei uns begrüßen. Hallo! War ich zu früh? Quatsch. Hallo Jannis, schön, dass du dich aus Hamburg zu uns geschaltet hast. Ich freue mich. Du komponierst, machst Impro-Comedy mit Musik, hast auch mal in einer Band gespielt. Also stell dir mal vor, du lernst jetzt wen kennen. Was erzählst du denn dann eigentlich, wenn dich wer fragt, was du überhaupt so machst? Das ist eigentlich einfach. Ich sage immer als erstes, wenn mich jemand fragt, sage ich, ich bin Musiker. Dann lasse ich eine Pause. Und dann gibt es immer die Variante, dass die Leute mitleidig gucken und nicht weiterfragen. Oder sie fragen weiter und dann sage ich, was ich alles mache. Und dann sind es eigentlich im Wesentlichen drei Säulen, nämlich Theater, Musik und Theater, komponieren und unterrichten an der Hochschule oder Workshops geben. Und das sind so die drei Hauptsachen. Und dann wird es richtig kompliziert, weil es so viele verschiedene Sachen sind. Das heißt, würdest du das trotzdem alles unter Ich bin Musiker packen oder könntest du das gar nicht so genau benennen? Doch, also das ist tatsächlich, glaube ich, das kann ich sogar sehr genau sagen, weil das immer mit Musik verknüpft ist. Also egal, was ich mache, wenn ich unterrichte, unterrichte ich Songwriting oder ich unterrichte junge MusikerInnen darin, wie können sie auf der Bühne mit Stresssituationen umgehen. Und wenn ich mit dem Theater arbeite, dann komponiere ich fürs Theater oder bin als Musiker auf der Bühne. Also es hat immer mit Musik zu tun. Deswegen ist Musiker, trifft es. Sehr gut. Bevor ich da weiter nachhake, würde ich gerne mal wissen, wo deine Reise eigentlich angefangen hat. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also, ich habe laut meiner Mutter mit 6 gesagt, ich will Klavier spielen lernen. Warum auch immer. Und dann hatten wir einen Autounfall. Uns ist hinten jemand draufgefahren und ich hatte ein Schleudertrauma. Und dann habe ich Schmerzensgeld gekriegt. Und davon haben wir mein erstes Klavier gekauft. Nein, und wie verrückt ist das denn? War also Schicksal. Und dann habe ich angefangen und irgendwie gesagt, so wie alle, glaube ich, viele Kinder das dann machen, oh nein, ich habe keine Lust mehr, ich schaff's nicht. Dann hat meine Mutter gesagt, so komm, probier doch noch 2 Wochen und wenn du dann nicht mehr willst, dann hörst du auf. Und dann habe ich nie wieder aufgehört. Und dann habe ich früh gemerkt, dass mein Beruf sein soll. Ja, das wusste ich, in der Grundschule wusste ich das eigentlich schon. So früh schon. Sehr cool. Und ja, dann begann auch das Zeitalter von Phrasenmäher. Ne? So hieß deine Band, in der du warst. Was waren das für Erlebnisse für dich? Das war einfach total krasse Zeiten. Also uns gab es 13 Jahre und angefangen haben wir, da war ich 21, so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Doch, ich glaube, ich war 21. Und da wollte ich eigentlich nur, ich hatte immer mal den Traum, so eine Band zu haben. Und dann habe ich Geburtstag gehabt und habe gesagt, ja, ich will da eine Band haben. Und habe ich meinen besten Kumpel, der Schlagzeug spielen konnte und mit dem ich schon in der Schulband, wie man das so macht, gespielt hatte, gefragt. Und meinen Bruder habe ich gezwungen, Bass zu spielen. Und dann haben wir das gemacht und dann kam das gut an. Und dann haben wir es nochmal in der Kneipe gemacht, bei uns um die Ecke. Und dann war das total überrannt, das Konzert. Und ein Kumpel hat angerufen, es passen keine Leute mehr rein. Und dann haben wir gedacht, cool, jetzt machen wir es richtig. Und dann sind wir Jahre später so entdeckt worden, wie man das sich so vorstellt. Das ist auch wieder eine ganz eigene Geschichte. Also, und dann sind wir da so reingerutscht. Und auf einmal hatten wir einen Plattenvertrag. Und das ist ja, Ereignisse haben sich überschlagen. Was war so das Highlight, so ganz kurz gesagt? Also, das Highlight war die Tour mit den Fantastischen Vier, als wir Vorband von den Fantastischen Vier waren und mit im Nightliner gefahren sind und einfach vor 16.000 Leuten unsere eigenen Songs gespielt haben, das war schon krass. Mega, das klingt auch richtig, richtig cool. Also du bist oder warst also Popmusiker. Ist das Talent oder kann man das lernen? Ich finde, das kann man lernen. Also ich glaube, das ist ja einfach eine Entscheidung, die man auch selber fällt. Was will ich für Musik machen? Und ich fand Popmusik immer spannend, weil ich fand, dass da am meisten passiert ist. Da werden die meisten Experimente gemacht. Die Jazzer würden jetzt sagen, das stimmt nicht im Jazz. ich finde, dass Popmusik erstmal sehr, sehr viel ausprobiert und Sachen mischt und
das hat mich immer fasziniert und ich war auch immer ein Freund von Ohrwürmern, ehrlich gesagt. Ich mochte das immer, wenn ich ein Lied im Ohr hatte und wenn ich was mitsingen konnte und wenn ich das Gefühl hatte, das begleitet mich. Von daher war es bei mir immer ganz klar Popmusik. Ja, du unterrichtest ja auch an einer Hochschule und am Theater für Niedersachsen. Jetzt hast du gesagt, probier dich ruhig mal aus und sowas. Gibt es denn so eine Message, die du jungen, musikbegeisterten Menschen mit auf den Weg geben wollen würdest? Wenn die Musik auch als Beruf machen wollen, sozusagen? Oder ja, genau. Grundsätzlich oder vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, wohin sie das führen könnte. Also ich finde, ganz wichtig ist, dass man erstmal seinen oder ja, den eigenen Zugang zur Musik findet und guckt, was macht mir Spaß dran. So, ich hatte mal im Klavierunterricht, ich habe auch so klassisch Klavierunterricht gehabt, wie viele das hier haben, und dann habe ich auch was von Bach gespielt und dann habe ich was geändert, weil ich das schöner fand. Und meine damalige Lehrerin fand das nicht so toll und hat gesagt, das ist Bach. Da kannst du doch nicht einfach was anders spielen. Und da muss ich oft drüber nachdenken, weil ich würde denen sagen, wenn ihr Lust habt, was an Musik zu verändern, dann verändert was, dann ändert was, weil dann entstehen neue Dinge. Es gibt keine Regeln, es gibt auch für Songwriting keine Regeln. Ne? Wenn ihr einfach einen Song schreiben wollt, wo 100-mal dasselbe Wort kommt, macht es. Ne? Es ist nicht verboten, ihr dürft alles ausprobieren. Und es sind schon große Hits entstanden, wo niemand gedacht hätte, okay, mit dem Text oder mit der Melodie oder was auch immer. Also ausprobieren einfach den Mut haben, dran zu bleiben auch und das zu machen, ja, was einem dann einfach gefällt. So einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Das klingt richtig gut. Ja. Abschließend vielleicht, wenn du jetzt zurückschaust auf alles, was du schon so erlebt hast, auf alles, was du einfach so gemacht hast, hättest du irgendetwas anders gemacht jetzt so im Nachhinein? Ja, ich glaube, ich hätte teilweise mehr darauf bestanden. Also wenn man Musik professionell macht und im Popmusikbereich ist oder so, dann versucht man auch manchmal einen bestimmten Geschmack zu treffen oder lässt sich da sehr viel von anderen Tipps geben. Und ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn ich manchmal auch ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl gehört hätte bei manchen Sachen. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr dankbar, dass manchmal Leute gesagt haben, probier's doch mal so und dann ist es auch wirklich besser gewesen. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, so wie... Und, bitte? So wie du jetzt quasi sagst, so probier doch mal aus. Jemand, ja, der jetzt auch vielleicht andere unterstützen kann. Genau. Und ich würde einen Tipp auf jeden Fall jungen Menschen unbedingt immer geben, und zwar, wenn man damit Geld verdienen will, es ist immer gut, ganz viele verschiedene Sachen zu machen. Also wenn man, Musik heißt oft Freiberuflichkeit und Freiberuflichkeit heißt oft ganz viele verschiedene Jobs und es ist immer schwer, wenn man bei Musik nur auf eine einzige Sache setzt, weil wenn das dann nicht klappt, dann sieht es auch schnell schwierig aus. Also lieber breit aufstellen und alles Mögliche ausprobieren, gucken, wo es hinführt. Genau. Klingt aber auch nach viel Arbeit. Ja. Es ist ein Fulltime-Job. Also wenn man wirklich richtig Musik machen will, um damit das Geld zu verdienen, dann ist das ein Fulltime-Job. Auf jeden Fall. Ich danke dir für alle diese Einblicke in deine Welt, in die Welt der Musik. Und freue mich ganz doll, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte.